Liebe, mein Lieber, ich grüße dich einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaftern. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte hier jetzt einmal für dich. Alle Kartendecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete. Einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen für Donnerstag, Freitag und Samstag. Noch eine. Hier zwei, drei Stück. Noch eine. Ich stelle das hier noch etwas runter. Eine Karte möchte ich noch raus. Ich denke mal, so kannst du das jetzt besser sehen.
So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier für die kommenden Tage für dich zeigen? Hier ist viel. Also, einmal kann es sein, dass du dich informierst in Form OP. Wir haben hier die Transformation in Form eines Schönheitschirurgen. Ist ganz, ganz speziell, ist nicht für jeden. Informationen über dessen Verlagerung von Fette bekomme ich hier. Ja, also etwas wie, als ob etwas entnommen wird, also Fette, und die dann woanders wie untergespritzt werden. Ja, oder generell, dass sich hier etwas zeigt. Also hier informiert man sich schon. Hier ist etwas, wo man da diesbezüglich schon Anfragen gemacht hat. Ja, also hier zeigt sich das. Ja, ihr seht das als Schönheitschirurg einmal in diesen Dingen. Kann auch generell etwas sein, dass du eine Kur beantragen möchtest. Das auch. Aber in dieser Konstellation ist es hier definitiv etwas, was damit im Zusammenhang steht, was du da irgendwie in Angriff nimmst oder wo du dich auf die Reise machst. Ich sehe hier eine Reise, ja, die sich dann eben auch zeigt. Man sucht nach Möglichkeiten in einer ganz, ganz bestimmten Situation. So bekomme ich das hier. Generell könntest du dich informieren in Form Reisen etc. Also irgendwie möchte man hier, und wir haben morgen den Neumond, ja, irgendwie möchte man hier irgendetwas Neues. Also das, was bislang so, ja, in der ungesunden Situation war, in Form, was man so, ja, zu sich genommen hat, vielleicht auch zugenommen hat oder, das kann das Entnehmen sein, das kann aber auch das Unterspritzen sein, ja. In allen Formen und Bereichen, schau da mal bitte, also in unterschiedlichen Dingen bekomme ich das hier, ist auch nicht für jeden, ja, komme ich hier rein. In einer Situation wird etwas gecancelt. Ich sehe, dass etwas abgesagt wird, dass du etwas absagst. Das kann auch mit deiner Reise im Zusammenhang stehen. Das kann etwas sein, wo du es mit einer ganz, ganz bestimmten Person zu tun hast. Ja, das eben auch. Ich sehe die Kommunikation, ich sehe das starke Beobachten in Form Zweier. Irrelevant, wie du hier schaust, weil wir haben hier eine männliche Person und ebenfalls da die Gegebenheiten. Das kann bei euch beiden unabhängig voneinander sein. Hier sehe ich dich als weibliche Person, dass zwei Personen Interesse an dir haben, zwei Personen definitiv eben auch nach dir schauen. Es geht generell um viele Kongresse. Ich sehe Kongresse für die Zukunft, ob das im Medizinischen ist, ob das im Gesundheitlichen ist, Gesundheitswesen etc. diesbezüglich eben auch ist, ob das, ja, generell geht es hier um starke Unabhängigkeit und Befreiung, ja, europaweit. Also einmal das nochmal mit dieser Karte. Und wir haben hier die Geduld. Etwas geht langsam, ja, also vielleicht wirst du da auch gebeten, in Form einer Situation Geduld zu haben, ja, in unterschiedlichen Dingen. Hier sehe ich deinen Wachstum, irrelevant für was du jetzt eben auch schaust, dein Wachstum ist hier zu sehen. Es ist wichtig, dass du dich nicht in eine Situation stürzt, ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Sei geduldig mit dir selbst. Das ist hier die Beauty. Es kann sein, dass du generell etwas vorhast am morgigen Tag, dass du dir da bestimmte Zeit nimmst für Termine, Organisierungen etc., was alles da mit Beauty und Dingen, Terminorganisierungen diesbezüglich eben auch zu tun hat. Auch das. Aber hier sehe ich, dass du rausgehst. Hier findet ganz, ganz viel, oder rausgegangen bist. Hier findet ganz, ganz viel Herzheilung statt. Ich sehe die Herzöffnung. Jemand möchte sich dir diesbezüglich eben auch öffnen. Und vor allem hast du es hier mit jemandem zu tun. Wir haben hier den Teufel. Ja, also einmal geht es hier um Versuchungen, einer bestimmten Versuchung widerstehen zu können. Also dieser Tag ist ganz, ganz wichtig, rauszukommen aus einem Kreislauf, in dem man sich bislang diesbezüglich eben auch gefunden hat. Und auch hier kann es sein in einer Situation, dass man etwas immer und immer wieder eben auch tut. Und jetzt aus dieser Situation, also es wird gecancelt, es wird, du gehst raus aus einer Situation. Ja, du kommst hier sehr stark in deine wundervolle Pracht.
ja, das bekomme ich hier auch nochmal. Vor allem hast du es hier mit jemandem zu tun. Diese Person sagt, ich kann nicht treu sein. Diese Teufel, diese Versuchung kommt immer und immer wieder auf dich zu. Und im Grunde genommen weißt du, du bist vielleicht schon ganz, ganz lange hier drin. Muss jetzt auch nicht für jeden sein. Du bist schon ganz, ganz lange in dieser Verbindung mit jemandem. Und jetzt ist es so, also von einer Person bist du hier definitiv, ja, sind hier zwei männliche Personen. Von einer Person gehst du definitiv, wirst du dich verabschieden, du gehst raus aus dieser Situation, ja. Du bist für Treue, Ehre, Authentizität, für Ehrlichkeit. Auch jemand kann sich zeigen in der Form, der für bestimmte Dinge jetzt nicht dieses Mitfühlende hat, Empathie hat, Mitfühlende hat und. Auch das nochmal. Vielleicht hast du ein ganz, ganz bestimmtes Anliegen an eine Person und hier ist so zack, 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 ja. Also etwas gleich da zu markieren und dann geht es ganz schnell vonstatten. Auch das, ja, also auch in diesen Dingen. Dass man da eben auch nicht bewusst schaut. Ich sehe auch viel, dass es hier um den eigentlichen Grund und die Ursache geht. Warum eigentlich, ja? Warum ist man hier eigentlich in dieser Gegebenheit drin? Warum ist das eigentlich so? Also man geht nicht auf den Grund, ja? Also hier ist so dieses, ja, dann mache ich mal das, ja? Dass aber eine Gegebenheit nicht gut für etwas ganz, ganz Bestimmtes ist, organisch hier nochmal gesehen und gleichzeitig eben so ist, dann tue ich das mal. Ja, obwohl man ganz genau weiß, okay, es tut einem gar nicht gut, man tut es einfach, ja. So bekomme ich das hier, also Grund der Ursache. Und ich sehe das, dass du es mit einer Person zu tun haben wirst, ein Mediziner oder, dass man auf den Grund der eigentlichen Ursache geht. Warum ist das eigentlich so, wie das hier ist, ja? Warum ist man eigentlich in dieser ungesunden Situation drin? Ja, bekomme ich hier ganz, ganz stark. Kann hier auch so diverse Essattacken eben auch sein. Aber auch das liegt in diesen Dingen, dass es tiefgründig eben auch ist. Ja, dass tiefgründiger geschaut werden darf. Angenommen, du bist mit jemandem, arbeitest in einem Team und hast ständig irgendwelche Frustrationen von Gelüsten, von Essen, ja, von Zucker oder Ähnlichem, ja, dann ist es ganz klar eine Gegebenheit, wo du raus darfst, wo du dich eigentlich nicht wohlfühlst, ja, wo du dann zu etwas greifst, das ist dein Beispiel, wo du dann zu etwas greifst, wo du ganz genau weißt, es sind das Drumherum, es ist das, was einem eigentlich nicht gut tut, ja, oder genau nach hier einer Person, die dann auf dich zukommt, wo du weißt, diese Person kann nicht treu sein und immer wieder verfällt man eigentlich und der Teufel kann für alles stehen, ja, ob das jetzt eine Person ist oder ob das jetzt in unterschiedlichen Dingen eben auch ist, ja. Gleichzeitig ist es auch so, einer ist hier obsessed. Ja, das liegt hier auch nochmal drin. Es sind zwei Personen, die da diesbezüglich hier stalking, hier schauen. Ja, also auch das. Ja, jemand kommt auf dich zu und sucht so dieses Unverbindliche. Wir haben hier den Ring und gleichzeitig den Samurai. Ja, also das Unverbindliche. Und hier ist definitiv auch etwas, wo man ja schnell agiert, beziehungsweise schnell etwas vollziehen da möchte. Auch das, ja. Also schau mal, auch gewisse Dinge, die auf die Arterie, sprich das Herz diesbezüglich gehen, aber auch das wirst du medizinisch dann eben auch abchecken lassen, ja? Auch das liegt hier nochmal drin. Schau mal bitte. Hier kann es natürlich auch um eine Situation gehen, dass man auch etwas abchecken lässt, aber dann weißt du das schon in Form, Schlaganfall oder ähnliches, Familienmitglieder oder vielleicht gab es da irgendetwas eben auch. Vielleicht hilfst du jemanden, vielleicht bist du da in diesen Dingen, dass du bemüht bist und dich um jemanden eben auch sehr sorgst und eben auch kümmerst, ja. Ich sehe auch einen Kreis, der sich schließt. Ja, etwas Geschlossenes kann in unterschiedlichen Dingen eben auch sein, etwas, was im Außen auch ist. Schau mal, aber hier ist es so, dass du für dich öffnest, ja, rein für dich. Unabhängig von dem Ganzen drumherum, von diesen Dingen, wo du bislang vielleicht auch nicht Nein sagen konntest oder ähnliches. Ja, das auch. Jemand schießt hier.
Also es ist so, dass du es hier mit einem Casanova zu tun hast, Gigolo zu tun hast oder in weiblicher Form. Es ist irrelevant, wie du hier schaust. Ja? Hier haben wir die männliche Person, hat sich auch hier im Background gezeigt. Und hier möchte jemand in Form deiner den Vorteil eben auch nutzen. Und da holst du dir in diesen Dingen einen weisen Rat. Ja, einen weisen Rat in unterschiedlichen Dingen. Du verschaffst dir in einer Situation, auch über eine Person, einen Überblick. Generell verschaffst du dir Überblick, generell wirst du in Dingen dir da erstmal einen weiteren ärztlichen Rat einholen, das auch. Wenn zum Beispiel hier schnell etwas gemacht werden möchte, dann holst du dir woanders eben nochmal da einen zweiten Rat ein oder generell in einer Angelegenheit. Die Königin der Stäbe, hier ist viel Feuer, hier ist sehr viel Temperament, du liegst hier mit der Beauty, du liegst hier in diesen Dingen eben auch. Ein bestimmter Zeitpunkt, eine bestimmte Wahl, einen Zeitpunkt abzupassen in Form deiner. Ja, das bekomme ich hier auch nochmal. Irgendetwas ist hier so erdrückend, ja, irgendetwas, ja, ich bekomme etwas mit der Luft und ich bekomme etwas, was sich so für dich nicht gut anfühlt. Ja, genau mit dieser Person, genau in dieser Situation eben auch, wo sich da jemand bei dir einen Vorteil verschaffen möchte. Du bekommst viele Zeichen und Signale. Du bist in Dingen der Transformation. Du bist in Dingen der Bewältigung. Du bist in Dingen, dass du gerade in einigen Prozessen höchstwahrscheinlich eben auch gleichzeitig bist. Das können auch Angelegenheiten sein, die sich dann formell nochmal in deinem Leben allgemein eben auch zeigen. Auch das, ja, viel Zeit, viel Druck, viel, ja, es geht viel um Zeitdruck. Zeiten verkürzen und Druck und Druck und Druck und Druck bekomme ich hier. Ja? Aber hier sind diverse kraftvolle Ansprechpartner an deiner Seite. Also du wirst dir da in Form einen Rat einholen. Du wirst dir da gemeinsam mit dieser Person einen Überblick verschaffen. Auch das. Ja? Hier ist viel Aufräumen, Aufräumen, Arbeiten, so bekomme ich das hier. Ass der Münzen, du stehst hier mit den Chancen und Möglichkeiten, auch in Form, dass jemand eine Chance und eine Möglichkeit von dir möchte. Also schau da ganz genau, wer von dir einen Vorteil diesbezüglich eben auch möchte. Woran hat man da einen Vorteil? Ja, wer möchte sich da einen Nutzen diesbezüglich eben auch ziehen? Auch das nochmal. Also viele wichtige Gespräche finden intern statt, Konferenzen, was ich dann eben auch sagte. Und auch nochmal die Dinge, es werden so die Pfeile geschossen. Im Metaphorischen, dass etwas stattfindet, was mit wie kreischende Lautstärke, dass etwas stattfindet, was gerade sehr, sehr viel ist, das, was gerade bewältigt werden muss, ja, ob das im Team ist, ob das generell in deinem Leben eben auch ist. Aber du bist hier mit der Königin der Erde absolut in deiner Stabilität. Du bist hier absolut in Form deiner, den Fokus, in Form deiner Dinge, was da an der Zeit jetzt auch für dich ist. Ja, vielleicht ist es an der Zeit, dass du umziehst. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du jetzt in die Dinge eben auch gehst. Vielleicht ist es an der Zeit, jetzt etwas abchecken zu lassen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du da ein gewisses für dich, damit du dich weiter und weiter entfalten eben auch kannst, tust. Ja, so bekomme ich das hier. Hier kann es auch sein, hier bekommst du eine Möglichkeit. Ja, das bekomme ich auch. Es kann sein, dass nicht viele Leute da sind und dass du hier eine Möglichkeit bekommst. Was heißt Möglichkeit? Ich sehe es nicht als Möglichkeit in dieser Konstellation. Dass du dann irgendwie Hand anlegen darfst in einer Gegebenheit. Und dann sagst du hier, nö, das möchte ich nicht. Das möchte ich überhaupt nicht. Das kommt für mich gar nicht in Frage. Das kann unterschiedlich sein, ja, dass du dann eben auch sagst, etwas Bestimmtes eben auch ablehnst, weil es nicht dein Aufgabenbereich ist, weil es eben nicht, ja, einfach nicht zu deinem Aufgabenbereich gehört. Das kann es auch sein, ja. Dass man dich irgendwo hinschickt oder dass man sagt, schau mal, sind so wenige da, schau mal, ist es hier ganz, ganz viel Zeitdruck und mach du mal gerade. So bekomme ich das hier. Dann kann es sein, dass du generell jemand ablehnst. Das kann es auch sein, ja. Weil du etwas nicht möchtest. Du bist hier kein fünftes Rad am Wagen. Du bist hier keine zweite Wahl. Du bist hier nicht in diesen Dingen, dass du dich da immer
auf eine ganz, ganz bestimmte Person eben auch einlässt. Ja, und da wirst du ablehnen. Da könnten andere sagen, ja, du bist vielleicht arrogant. Dann bist du das halt. Ja, aber hier ist es definitiv so, dass dieses Verständnis für dessen nicht da ist. Ja, so bekomme ich das. Wird geschossen von allen Seiten, wird geschossen hier. Ja, also in Form Kommunikation. Es ist viel Konkurrenz, es geht viel um Konkurrenz, es geht viel um die Dinge, dass man, ja, ich sehe so in Form Weitblick etwas, ja, tiefgründiger zu schauen, in Form der Dinge, sich einen Überblick zu verschaffen, so bekomme ich das hier, ja, und du sollst hier etwas irgendwie schauen, du sollst hier irgendetwas, es kann auch sein, dass du, ja, jemand möchte da irgendwo ran bei dir und du sagst dann nein. Da ziehe ich mich jetzt nicht aus oder das mache ich jetzt nicht. Das ist ganz speziell. Also, dass du sagst, ich muss ja hier nicht gleich alles ablegen, wenn ich da mal gerade eine Untersuchung irgendwie habe. Also, ganz, ganz unterschiedlich ist das hier. Und in Form der Gegebenheiten, was ich schon sagte, hier mit dem Teufel, hier haben wir, weil meine Kultur erlaubt es nicht, ich weiß nicht, wie es dir jemals hätte sagen können. Ja, und diese Person ist dann so, hat dich ignoriert, ist dann in diesen Dingen, hört dann diesbezüglich auf andere. Ja, hat dich ignoriert, war arrogant zu dir oder andere Personen sind das. Ja, es kann generell sein, dass das hier die Kultur, die Familie ist. Sowas kommt nicht in unser Haus, sowas kommt mal gar nicht hier, kann ein Familienunternehmen sein, sowas. Kommt mal gar nicht erstmal in die Dinge. Aber hier sehe ich, hier wird etwas geschehen, wo dann eine Situation kommen wird. Vielleicht ist das auch jemand im Haushalt. Und da wird eine Situation kommen, das wird hier sein, wie als ob man erste Hilfe leistet. So bekomme ich das hier rein. Das kann in unterschiedlichen Dingen sein. Aber das ist etwas, wo jemand gesagt hat, nein. Wo jemand gesagt hat, diese Person nicht, um Gottes Willen, bloß nicht, spricht vielleicht nicht deine Sprache. Du wirst dich irgendwo vorstellen und man gibt dir nur so und so viel Zeit. Sie wird oder er wird ja nicht lange da sein. Du wirst länger da sein als, also diese Person werden zuschauen, dass du länger da sein wirst, als man dir überhaupt die Zeit oder Frist gegeben hat. Ja, jemand ist hier sehr, sehr arrogant zu dir. Jemand ist sehr, sehr, ja, unhöflich zu dir. Man schaut so von oben herab. Hier kann es sein, dass man dir noch bewusst auch in diese Konstellation auch Steine in den Weg legt. Ja, das kann es einmal auch sein. Aber das werden diese Personen nicht mehr können. Es liegt hier ganz, ganz eindeutig so. Ja. Schau mal, ob es allgemein hier um einen Check geht, Gallensteine oder, ja, Gallennierensteine, auch das. Aber wenn, dann weißt du das schon und wenn dann hast du dir da diesbezüglich schon ärztlichen Rat geholt. Also einmal mit der Karte, meine Kultur erlaubt es nicht, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, also da ist jemand total eben auch dagegen. Und hier haben wir, ich weiß, das, was uns verbindet, sich jeder Erklärung entzieht. Und wir haben hier, schau mal, es kommt eine Balance für dich rein, weil für dich sind wundervolle Dinge vorgesehen. Für dich ist etwas Wundervolles vorgesehen. Schau mal, du hast hier die Wunder. Für dich sind enorme Dinge in deinem Leben vorgesehen. Dass du da in der Hinsicht einen Cut machst, dass du da in der Hinsicht dir auch zu schade bist, dass du da länger in Form einer Situation irgendwie wartest oder irgendwie trauerst oder irgendwie dich nicht entfalten kannst. Hier ist enorme Transformation, hier ist enorme Entfaltung, ja. Also jemand, der dir auch lange wehgetan hat, also jemand eben auch, wo du dich nicht entfalten konntest. Wir haben hier die Kreativität. Und du wirst dich mehr und mehr und mehr und mehr und mehr entfalten. Aber auch dadurch, weil du es mit solchen Personen zu tun hattest, nur dadurch, ja, hast du mehr und mehr für dich deinen Fokus bekommen. Mehr und mehr. Dass du eben nicht das fünfte Rad am Wagen bist, dass du eben nicht Ewigkeiten wartest, bis und ob und wann und ungefähr. Ja, du bist in der Lage hier, in 0, nichts einen Cut zu machen. In 0, nichts, ja? Man behandelt dich hier, als wärst du irgendwie, ich weiß nicht, so
eine Laie oder ähnliches, ja, selbst wenn du das wärst. Aber man war gemein zu dir, man ist in diesen Dingen, dass man dich nicht auf einer Augenhöhe behandelt, ja. Und da kannst du in 0, nichts einen Cut machen, du kannst 0, nichts diesen Personen, ja, ich bekomme hier so einen Mittelfinger zeigen, das bekomme ich hier gerade rein. Ich sehe es gerade vor mir, ja, also, dass du da, zack, es geht ganz, ganz schnell, ja. Oder du zeigst dich dann hier von hinten, ich bin dann mal weg, mit mir nichts, ja. Also hier ist Tacheles, hier ist definitiv Tacheles, hier ist es in diesen Dingen, da fackelst du nicht lange. Ja, nicht in dieser Energie. Weil du weißt, du hast Chancen ohne Ende. Ja, in allen Formen und Bereichen, ob das beruflich ist, ob das in der Liebe ist, alles das, was ich hier schon gezeigt habe. Du bist ja nicht in diesen Dingen, dass du dich als Option dann diesbezüglich zufrieden gibst. Ja? Und dann bekomme ich hier so dieses Kontra rein, also dieses What? Was ist das? Ja, dieses, die Augen werden immer größer und der Mund geht gar nicht mehr zu. Hier bekomme ich gerade die Verfilmung, Biografie von Bushido rein. Und es war ja bei vielen so, dass sie immer nur rumgeschubst wurden und rumgeschubst wurden und im Endeffekt aus dem Boden geschossen sind. Ja, so wirklich gekämpft haben und heute Stars sind einfach. Sie haben es nicht mit sich machen lassen. Das sehe ich gerade, dass so etwas stattfindet oder so etwas auch in deinem Leben stattgefunden hat, ja. Weil wir hier eben auch die starke Transformation eben auch haben, ja. In Form schmerzhafter Gegebenheiten deines Lebens eben auch, ja. Und dass du dich nicht mehr irgendwie da zum Narren halten lässt. Und es ist europaweit, ja. Wir sind in diese Befreiung drin. Schau mal, hier kommen Angebote ohne Ende. Du bekommst Angebote in Form. Ja, das kann hier wirklich Film, Fernsehen, das kann Radio sein. Auf unterschiedliche Art und Weise. Also schau da mal bitte. Du wirst genau schauen, wer und was dir angeboten wird. Weil hier ist der Page der Kelche. Und der Page der Kelche möchte sich natürlich seinen Vorteil nutzen in Form deiner, die Beschäftigung, ja. Du bist, vielleicht bist du auch in einem Radiosender, vielleicht bist du da irgendwo oder. Ja, also hier kommen beruflich, ob das jetzt Angebote sind, Inland, Ausland, etc. Schau da mal bitte, ja, international, national, eben auch es. Ich sehe, dass jemand dir ein ganz, ganz bestimmtes Angebot macht. Und ich sehe auch für die Zukunft, dass es hier in Form, es ist irrelevant, wie du hier schaust, Angebote in der Liebe kommen. Ich sehe, dass Angebote auf dich zukommen. Und wenn du hier, du nimmst nicht jedes Angebot an, weil du weißt ja, das heißt hier nicht, du bist von oben herab. Nein, es findet immer auf einer Augenhöhe statt. Aber hier ist es so, du bist es satt. Du hast es satt in Form dieser Dinge. Alles das, was ich bislang sagte. Deswegen hatte ich auch ganz, ganz stark Bushido reinbekommen. Ja, diese Verfilmung reinbekommen. Ich schaue kein Fernsehen und ich habe das mal gesehen. Ich schaue vielleicht mal 4, 5 Mal im Jahr irgendetwas. Ja, dann auch auf Netflix. Soll jetzt keine Werbung sein. Wir haben hier dich, noch einmal, das Ass der Erde, das bist du, das Ass der Münzen, hier kommen Chancen und Möglichkeiten auf dich zu. Nicht in Form, weil du die Sehnsucht hast, nicht in Form, weil du in Erwartungen bist. In Erwartungen bist du in Form deiner, definitiv deiner. Du weißt, wenn du ablehnen wirst und du weißt auch, was du annehmen wirst und du weißt auch, deine Intuition sagt es dir, was faul ist an den Dingen. Denn der Page der Kelche möchte sich auf deinen Dingen ausruhen. Nächster. Ja? Du hast mit den 9 Münzen einmal ein ganz starkes Schutz- und Kraftsymbol, der Falken, der Adler. Und du hast genau in der Situation einen Adlerblick. Ja? Umzug, Veränderung, größere Veränderungen sind in deinem Leben für dich vorgesehen. Weißt du, was hier ist? Du darfst es dir mal gut gehen lassen. Du darfst es dir jetzt mal richtig gut gehen lassen. Hier kann es sein, dass du eine Kur nimmst. Hier kann es sein, dass du auf Reisen gehst. Hier kann es sein, dass ein Jobangebot kommt. Ein lukratives Angebot. Nicht das hier, sondern etwas ganz, 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 ganz anderes. Ja? Jemand, der dich nicht wollte, wollte dich nicht. Irrelevant liegt in der Akzeptanz. Hier kommt etwas Größeres auf dich zu. Und ich sehe das in dieser Situation.
die Schocksituation für die anderen Personen, nicht für dich. Ja? Und zwar in der Hinsicht, dass du immer geschaut hast, dass es anderen gut geht. Jetzt schaust du, dass es dir gut geht. Gönn dir mal etwas. Ja? Wir haben die Luft. Irgendetwas zeigt sich durch die Medien mit der Luft, Luft. Transfer auch nochmal Luft im Luftraum, Luftangriff, Luftabwehr. Und jemand wiegt noch ab. Mein Herz sagt ja, mein Verstand sagt nein. Darauf wartest du nicht. Hier ist der Cut. Hier ist etwas, wo du weißt, was du möchtest. Du hast deinen Fokus. Hier ist es etwas, wo du dich davon machst. Hier ist es etwas, wo du stark mit deinem Spirit verbunden bist, wo du dich ganz, 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 ganz neu ausrichten wirst. Komplett neu. Die komplette neue Ausrichtung, Ausstattung und. Ja? Denn du wirst sehen, was du bislang geerntet hast. Spirit, du hörst auf deine Führung, du kennst deinen Weg. Und jemand, der vielleicht auch in diesen Dingen noch länger die Zeit braucht, weil man zu sehr im Verstand ist. Bist du aber hier in diesen Dingen, dass du dich nicht ablenken lässt, bist du aber hier in diesen Dingen, dass du weißt, wo du hin möchtest. In Form einer Person und diese Person ist verrückt nach dir. Ja? Im Labyrinth gefangen. Man weiß nicht, wie, wo und wann und ob und überhaupt. Du machst deine Angelegenheiten. Du bist in diesen Dingen kein Labyrinth. Ist für dich, dass du aus einer Situation nicht rauskommst. Hier sucht jemand den Weg zu dir. Du stehst hier, schau mal hier. Du stehst hier. Diese Person kennt den Weg. Du brauchst nicht hingehen. Yin-Energie. Hier. Diese Person kennt den Weg zu dir. Ja? Und es werden Wunder geschehen und es kommen Gelegenheiten und Gelegenheiten und Gelegenheiten auf dich zu. Es kommen Gelegenheiten. Ich betone das hier nochmal. Und du wirst nicht die erste beste Gelegenheit wahrnehmen. Du schaust auf deine Intuition. Du hast den Adlerblick für dessen. Du schaust. Du wartest erstmal ab. Ja? Wundervolle Botschaften sind es hier. Du schaust. Was hast du zu bieten? In Form. Was bist du bereit, dein Herz in Form dessen zu öffnen? Ja? Also hier nimmst du wahr. Du nimmst wahr, es kann sein, dass du hier umziehst oder dass du generell da für irgendetwas bietest. Es kann sein, dass du etwas verkaufst, Gebrauchtgegenstände oder. Du bist in diesen Dingen, dass du Mitbieter bist in etwas. Du bist in diesen Dingen, dass du dir schön gestaltest. Du bist in diesen Dingen, Hausputz aufräumen, neue Luft reinlassen, lebendig zu sein. Wunder möchten in deinem Leben geschehen. Weil du jetzt... Noch einmal, unabhängig von deinem Gegenüber, weil du in der Lebendigkeit zu dir bist, weil du in deinen Dingen bist, du bist in deinem Wachstum, Transformation, mehr und mehr entfaltet sich für dich. Ja? Nimm dir Zeit für dich. Schau, was du ausrangieren kannst. Schau, dass es dir dann besser geht. Das, was du nicht brauchst, gib weg. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe, eine wundervolle Zeit. Fühl dich umarmt. Bis dahin.